Bei uns im Zürich Oberland sind wir ein bisschen hybrid. Wir sind einerseits nahe an der Stadt Zürich, also am Stadtleben, und andererseits haben wir hier noch sehr viele Bauernhöfe und können somit von beiden Seiten profitieren. Mein Name ist Marco Steiner. Ich bin der operative Leiter der Steinerbeck AG. Wir sind ein traditioneller Familienbetrieb in Wetziken, wo wir schon in der vierten Generation führen. Der Beruf als Bäcker-Konditeur sehen wir als essentiell für die Gesellschaft. Wir können ein Produkt herstellen und am Schluss sehen wir das Ergebnis und können das entsprechend dann mit gutem Gewissen auch anbieten im Verkauf. Für so ein Erlebnis arbeiten wir auch gerne in der Nacht, sind dann dafür auch zum Mittag schon wieder bei unserer Familie daheim. Es ist unsere Philosophie, dass wir, wo immer möglich, unsere Rohstoffe lokal einkaufen. Ich würde sagen, das sind Partner, das sind nicht Lieferanten. Man kennt sich seit Jahren, über Generationen, man hat ein sehr gutes Verhältnis. Und so funktioniert das bis jetzt erfolgreich. Es gibt Maschinen, die zöpfeln können. Die sind aber so langsam, dass sich das nicht lohnt. Oder so unerschwinglich, dass man die nicht kaufen kann. Ja, das ist nach wie vor Handarbeit. Das soll auch ein bisschen eine Charakteristik mitgeben. Der Unterschied zwischen einem Bioprodukt und einem herkömmlichen findet sich hauptsächlich im Rohstoffbereich, dass es pestizid- und herbizidfrei angebaut wird. Aber zum Thema bewusste Ernährung gehört natürlich auch ein nachhaltiger Gedanke in der Produktion, den wir schon länger probieren vorzunehmen. Also es fängt an bei den Verpackungsmaterialien, es zieht sich durch über den Produktionsprozess. Beispielsweise wir haben auf dem ganzen Dach hier haben wir Solaranlage. Wir haben Wärmerückgewinnung von der Öfen und von der Kühlanlage. Es zieht sich auch durch, dass man bei den Autos dann entsprechend moderne Motoren einsetzt. Die Zusammenarbeit mit Lidl hat vor gut 13 Jahren angefangen, wo sie neu in die Schweiz gekommen sind. Ob schon man gewisse Vorurteile auch gehört hat, haben wir uns relativ schnell gefunden, sind uns gut einig geworden. Und die Zusammenarbeit mit Lidl Schweiz ist bis heute sehr angenehm. Mein absolut Lieblingsfrühstück am Sonntagmorgen ist ein Holzofenbrot und ein Butterzopf. Beim Holzofenbrot ist es das urchige, rustikale. Und beim Zopf ist es mehr das weiche, fluffige, das mit Butter und Gomfi auch sehr von den Kindern geliebt wird.